Das Stillen eines kleinen zarten Babys. Bei zarten Babys dauert es oft lange, bis sie das effektive Trinken an der Brust beherrschen. Anhand dieses Videos lernen Sie die besonderen Herausforderungen beim Stillen von Frühgeborenen oder zu kleinen Neugeborenen kennen. Um diese Herausforderungen zu verstehen, vergleichen wir ein reifes Baby mit einem Frühgeborenen an der Brust. Der Kopf des reifen Babys wird von starken Nackenmuskeln gestützt, sein Mund ist groß genug, um an der Brust anzusetzen, und es saugt und schluckt kräftig und bekommt reichlich Milch. Das kleine, zarte Baby hingegen wirkt schwächer. Es ist nicht in der Lage, seine Kopfbewegungen zu kontrollieren, und sein kleiner Mund macht es ihm schwer anzudocken. Es ist noch nicht ausreichend fähig zu saugen und zu schlucken. Es bekommt also tatsächlich keine Milch von der Brust. Und es ermüdet schnell. Wir zeigen Ihnen nun ein paar Tipps, um kleine Babys erfolgreich zu stillen. Der erste Schritt ist, Ihr nacktes Baby unmittelbar nach der Geburt an Ihre nackte Brust zu legen. Die Nähe zu Ihrer Brust regt seinen Stillinstinkt an und wenn es dann bereit ist, kann es schneller andocken. Lernen Sie, wie Sie Ihre Milch in der ersten Stunde nach der Geburt entleeren können. Ihr kleines Baby wird wahrscheinlich Ihre Milch anfangs über eine Sonde oder einen Becher aufnehmen. Häufiges und frühes Handentleeren oder Abpumpen ist entscheidend für den Aufbau einer reichlichen Milchbildung. Ihr Baby muss sich beim Stillen nicht so sehr anstrengen, wenn Ihre vorhandene Milch reichlich fließt. So kann Ihr Baby trotz seiner schwächeren Kiefermuskulatur die Milch bekommen, die es braucht. Stillen oder füttern Sie Ihr Kind, wann immer es Anzeichen für Hunger signalisiert. Seine Hungersignale können anfangs minimal ausgeprägt sein. Es wird vielleicht wach, bewegt seine Lippen und öffnet schließlich seinen Mund. Wenn es jedoch reifer wird, werden seine Signale offensichtlicher. Stillen oder füttern Sie Ihr Baby oft? Alle 2 bis 3 Stunden, Tag und Nacht. Und wenn es länger als 3 Stunden schläft, wecken Sie es sanft. Geben Sie Ihrem Kind Zeit an der Brust. Legen Sie Ihr Baby vor jeder Mahlzeit an Ihre Brust. Reiben Sie Ihre Brustwarze hin und her und drücken Sie einige Tropfen Milch auf seine Lippen. Es wird schneller trinken, wenn es die Möglichkeit hat, sich mit Ihrer Brust vertraut zu machen. Halten Sie Ihr Baby so, dass sein Körper beim Stillen unterstützt wird. Der traditionelle Wiegegriff, den Sie wahrscheinlich schon gesehen haben und daher natürlich ausprobieren werden, ist für Ihr kleines Baby nicht optimal. Sein Kopf, der sicher in der Armbeuge gehalten werden sollte, neigt dazu, sich zu bewegen und wird für ein optimales Stillen nicht genügend unterstützt. Probieren Sie stattdessen Positionen aus, die den Kopf und den Körper Ihres Babys stützen. In dieser ersten Position legen Sie sich einfach zurück. Ihr Baby liegt oben, Ihr Körper stützt seinen ganzen Körper. Diese Position beruhigt es, stimuliert seinen Stillinstinkt und kann ihm helfen, tiefer anzudocken. Die nächste Position, oft als Kreuzwiege bezeichnet, stützt den Kopf des Babys gut. Halten Sie Ihr Kind dicht an sich, wobei sein Körper auf Ihrem Arm liegt, Ihre Hand stützt den Hals und den Kopf. Bringen Sie es an Ihre Brust, im Blickkontakt, Bauch an Bauch, Ohr, Schulter und Hüfte in einer Linie. Gut gestützt kann Ihr Baby an der Brust andocken.
Der Halt durch den Unterarm ist für Ihr kleines Kind ebenfalls hilfreich. Positionieren Sie Ihr Baby an Ihrer Seite, unter Ihrem Arm geklemmt, und halten Sie seinen Kopf in Ihrer Handfläche. Wenn sich der Mund Ihres Babys öffnet, ziehen Sie es an Ihre Brust heran, um es anzulegen. In dieser Position haben Sie einen guten Blick auf das Andocken. Um den Kopf Ihres Babys während des Trinkens zu stützen, versuchen Sie diesen Griff. Umfassen Sie Ihre Brust von unten mit Daumen und Mittelfinger und stützen Sie Kopf und Nacken Ihres Babys mit dem Zeigefinger. Sein Kiefer ruht im C zwischen Daumen und Mittelfinger. Wenn das Baby Schwierigkeiten hat, effektiv anzudocken, halten Sie Ihre Brust in Richtung des kindlichen Mundes. Dadurch passt die Brust leichter in den kleinen Mund des Kindes und erleichtert ihm das tiefe Andocken. Um nun Ihr Baby anzulegen, streichen Sie Ihre Brustwarze über seine Lippen und lassen dann Milch in seinen Mund tropfen. Seien Sie geduldig. Wenn es den Mund weit öffnet, bringen Sie es direkt an Ihre Brust. Obwohl der Mund Ihres Babys von Natur aus kleiner ist, umschließt es die Brust trotzdem ausreichend. Sein Mund ist weit geöffnet, sein Kinn berührt Ihre Brust und seine Wangen sind gerundet. Oberhalb des Babymundes ist mehr vom Warzenhof zu sehen als unterhalb. Ihr Baby trinkt gut. Schauen Sie, wie sein Kiefer sich absinkt und während des Schluckens eine kurze Pause entsteht. Es ist nun in der Lage, Saugen, Schlucken und Atmen zu koordinieren. Wenn Ihr Kind reifer wird, wird sein Saugen allmählich stärker und regelmäßiger. Sein Andocken tiefer und es wird die Kraft für eine vollständige Stillmahlzeit aufbringen. Sie können das Schlucken hören und Ihre Brüste fühlen sich nach dem Stillen weicher an. Wenn das Trinken Ihres Babys nachlässt, drücken Sie die Brust zusammen, um den Milchfluss zu erhöhen, damit Ihr Baby weiterhin interessiert und gut trinkt. Drücken Sie Ihre Brust zusammen, während Ihr Baby saugt. Lockern Sie, wenn es sich ausruht. Gönnen Sie Ihrem Baby kurze Pausen während des Stillens. Es ist anstrengend für das Kind. Wechseln Sie dann zu der anderen Brust, um zu prüfen, ob Ihr Baby noch hungrig ist. Füttern Sie immer weniger zu. Als Richtwert gilt, wenn Ihr Baby nicht gut an der Brust andockt oder trinkt, geben Sie ihm die volle Milchmenge per Sonde oder Becher. Wenn es gut trinkt, aber häufig lange Pausen macht oder weniger als 10 Minuten trinkt, füttern Sie die halbe Menge zu. Ihr Baby braucht nicht mehr zugefüttert zu werden, wenn es bei jedem Stillvorgang länger als 15 Minuten gut an der Brust trinkt und es an Gewicht zunimmt, zwischendurch zufrieden ist und regelmäßig gelben Stuhlgang hat, 4 oder mehr pro Tag. An diesem Punkt können Sie die Häufigkeit des zusätzlichen Entleerens der Brust ganz allmählich reduzieren. Wie viele Mütter von kleinen Babys sind Sie vielleicht frustriert oder sogar entmutigt, weil es so lange dauert, bis Ihr Baby das Stillen lernt? Nehmen Sie Hilfe in Anspruch, entweder durch eine professionelle Stillberatung oder durch hilfreiche Tipps von einer erfahrenen Mutter. Das ist wichtig.
Ihr Baby wird umso erfolgreicher an der Brust trinken, je größer und reifer es wird. Denken Sie daran. Kontinuierlicher Haut-zu-Haut-Kontakt hilft Ihrem Kind, das Trinken früher zu erlernen. Unterstützen Sie den Körper Ihres Babys beim Erlernen des Stillens mit zurückgelehnter Haltung, Kreuzwiege und Rückenhaltung. Nehmen Sie Hilfe in Anspruch. Ihr kleines Baby wird besser an der Brust trinken, je älter und größer es wird.